Ja, liebe Gottesdienstteilnehmer und Teilnehmerinnen, ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir jetzt miteinander den Gottesdienst feiern. Ich freue mich aber auch über all jene, die uns an den Bildschirmen zugeschaltet sind, sei es im Krankenhaus oder eben hier auf den anderen Stationen in der Sonnenhalde. Wir beginnen diesen Gottesdienst gemeinsam im Zeichen des Heils und im Zeichen unserer Erlösung im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, wir haben heute den 11. Februar und in 3 Tagen, ich weiß nicht, ob es jemand von Ihnen weiß, feiern viele, viele Menschen in vielen, vielen Ländern einen besonderen Tag. Und dieser besondere Tag, der gefeiert wird, der wird sichtbar in den Läden mit diesen Dingen, die ich hier aufgestellt habe. Ich habe schon gesagt vorhin, wir haben hier dieses Herz, wo drauf steht, ich liebe dich. Es gibt Herzen, die man sich als Deko wohin legen kann. Oder eben dieser Schriftzug, Liebe oder eine Karte. Und wie Sie sehen, wir haben heute viele, viele Tulpen. Und dieser Tag ist der Valentinstag. Den feiern wir am 14. Februar. Und da finden wir in den Geschäften jede Menge Angebote. Die Blumengeschäfte, die bieten viele, viele Blumen an. Oder auch Herzartikel, und in den Läden finden wir viel so kleine Sachen wie dieses Herz oder dieser Schriftzug. Oder es gibt viel Schokolade aus Herzen. Das alles ist dieser Valentinstag, an dem sich Menschen sagen, ich mag dich oder ich hab dich lieb. Die Frage ist, ob Sie noch Menschen haben, denen Sie das auch sagen und sagen wollen. Aber ich muss Ihnen sagen, ich fand es bisher immer einen Tag, den ich nicht wirklich mitgemacht habe, weil diese Wirtschaft, die möchte ich da nicht unterstützen. Und ich habe einen Gottesdienst einst gefeiert, das ist jetzt ein paar Jahre her, und mit Jugendlichen. Und der fiel auf den Valentinstag, dieser Gottesdienst. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mich mal kundig machen, wer denn dieser Valentin war. Und ich dachte zunächst, das ist irgendwie so ein Gespinst, aber nein, es war ein Heiliger, das heißt ein Mensch, der Christus von ganzem Herzen nachgefolgt ist. Und er hat seinen Glauben praktiziert und das auch zu einer Zeit eben, das war um 179 nach Christus, das fällt in die Zeit der Christenverfolgung, und es heißt, er ist in Italien geboren. Und er wurde wohl später sogar zum Bischof geweiht. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ein interessanter Mensch. Also nicht nur der ganze Kitsch in den Schaufenstern, sondern viel mehr. Und dieser Mensch, der von ganzem Herzen damals der heilige Valentin, wir alle sind Christen, sonst wären wir heute nicht hier. Wir wollen Christus nachfolgen mit ganzem Herzen. Aber manchmal gelingt uns das nicht. Manchmal macht uns da unser Herz einen Strich durch die Rechnung und es mangelt uns an Liebe. An Liebe zu unserem Nächsten, vielleicht aber auch an Liebe zu uns selbst. Und deswegen nehmen wir uns zu Beginn dieses Gottesdienstes eine kurze Zeit der Stille, in der wir Jesus und Gott all die Momente in unserem Leben hinhalten, die nicht in der Liebe waren. Da, wo wir die Liebe anderen schuldig geblieben sind. Guter Gott, du kennst unsere Herzen und Gedanken. Du weißt, wo wir der Heilung und Wandlung bedürfen, um als Christen deinem Sohn nachzufolgen.
Vergib uns, wo wir der Vergebung bedürfen, und schenke uns ein Herz voller Liebe. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Ja, jetzt können wir voll Freude und Zuversicht Gott loben, und das tun wir jetzt mit dem Lied Großer Gott, wir loben dich. Ja, wenn ich als Christ und Christin leben will, dann muss ich mein Leben an den Worten und Taten Jesu orientieren. Für Christus gibt es kein Maß, weil er über alle Maßen den Menschen liebt. Deshalb ermuntert uns Paulus auch und auch die Christen in Rom, den im Leben den Blick auf Gott auszurichten. Und aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Die Liebe sei ohne Heuchelei, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, seid einander in brüderlicher Liebe zugetan, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist entflammen und dient dem Herrn. Freut euch in der Hoffnung, seid geduldig in der Bedrängnis und beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, gewährt jederzeit Gastfreundschaft. Segnet eure Verfolger, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid untereinander eines Sinnes. Strebt nicht hoch hinaus, sondern bleibt demütig. Haltet euch nicht für klug. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid allen Menschen gegenüber auf Gutes bedacht. Soweit es euch möglich ist, haltet mit allen Menschen Frieden. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott.
Ich habe einen Psalm mitgebracht und dazu einen Kehrvers. Ich würde den Kehrvers einfach ein paar Mal mit Ihnen singen, sodass Sie den mitsingen können. Und der Text ist: Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Also, du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Singen wir zusammen. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Eile, Herr, gib mir Antwort, denn es erlischt mein Lebensgeist. Verbirg vor mir nicht dein Angesicht, sonst gleiche ich denen, die hinabfahren in die Grube. Lass mich am Morgen deine Huld erfahren, denn auf dich vertraute ich. Lass mich den Weg erkennen, den ich gehen soll, denn zu dir erhob ich meine Seele. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Entreiß mich meinen Feinden, Herr, zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun, was dir gefällt, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist leite mich auf ebenem Land. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Um deines Namens willen, Herr, wirst du mich am Leben erhalten. Ehre sei dir, dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Du, Herr, bist mein Licht und mein Heil. Jetzt haben wir einen Halleluja-Ruf vor dem Evangelium. Der geht: Halleluja, 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 Halleluja. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, o Herr. Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du mich rein machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will, werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm: Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall zu ihm. Die frohe Botschaft stärke unseren Glauben. Lob sei dir, Christus.
Ja, diese soeben gehörten Texte, sei es aus dem Römerbrief oder nun auch aus dem Markus-Evangelium, die beschreiben ganz gut, wie der heilige Valentin seinen Glauben, sein Leben als Christennachfolger gelebt hat. Valentin von Terni war der Überlieferung nach ein armer, ehrsamer Priester, der ein blindes Mädchen und auch einen gekrümmten Rücken geheilt haben soll, wodurch viele Menschen zum Glauben kamen. Er schenkte Hilfe und Trostsuchenden eine Blume aus seinem Garten. Und da haben wir jetzt auch den Grund, warum viele Blumen verschenkt werden am Valentinstag, weil der heilige Valentin damals den traurigen Menschen und denen, die in Not waren, eine Blume aus seinem Garten geschenkt hat. Und trotz eines Verbotes des Kaisers Claudius II. In der Zeit der Christenverfolgung traute er Liebespaare nach christlichem Zeremoniell und half auch in Partnerschaftskrisen. Es hieß, dass die Ehen, die von ihm geschlossen wurden, unter einem guten Stern gestanden haben. Sein ganzes Handeln im Glauben, in der Zeit des Verbotes, den Glauben zu leben und weiterzugeben, brachte ihm eine Anklage vor Gericht ein. Und am 14. Februar 269 starb er den Märtyrertod durch Enthauptung. Er ist der Patron der Jugend, der Liebenden, der Reisenden und der Imker. So viel zum Herrn Schmidt. Also auch ein Patron der Imker. Und er war einfach auch für die, die in der Verlobung standen und für die Heirat oder aber auch für die Ohnmachtsanfälle, haben manche ihn angerufen um Hilfe oder vor Wahnsinn und Epilepsie oder Gicht und Pest und Gebärmutterkrankheiten. Und er wird letztendlich der Heilige der Zärtlichkeit genannt. In vielen Ländern wird dieser Valentinstag gefeiert, aber mit ganz unterschiedlichen Bräuchen. Und im alten Rom war genau zu dem Zeitpunkt am 14. Februar, da hat man schon, bevor es den Valentin gab, Blumen verschenkt, weil es der Festtag der römischen Göttin Juno war und zu Ehre dessen hatte man Frauen auch schon Blumen geschenkt. Und um den Valentin herum, da müssen Sie mal aufpassen, was für Wetter am 14. ist. Da gibt es so Bauernregeln. Und eine heißt kalter Valentin, früher Lenzbeginn. Oder ist's am Valentin noch weiß, blüht zu Ostern schon das Reis. Oder aber hat's zu Valentin gefroren, ist das Wetter lang verloren. Regnet es an Valentin, ist die halbe Ernte hin. Das wäre natürlich traurig, hoffentlich ist das nicht wahr. Ja, und unter dem ganzen Trubel um den Valentinstag und das sich etwas schenken, da geht das wirkliche Gedenken, finde ich, oft eben unter, was das für ein Mensch war. Der Christus ganz nachgefolgt ist und so wie Christus auch im Namen Gottes Menschen geheilt hat, Trost zugesprochen hat und ihnen geholfen hat. Ja, er war Diener Gottes. Und er versteckte seinen Glauben nicht. Das ist vielleicht auch was, wo wir dran wachsen können, zu sehen, es gibt Menschen, Jesus hat uns das damals vorgelebt, Jesus, der ganz geliebt war von Gott, er ist bis zum Letzten, hat sein Leben hingegeben für den Glauben und der Valentin hat sein Leben letztendlich auch hingegeben. Der hat nicht schweigen können von dem, was er glaubt, sondern er hat es weiter verkündet, mit dem Wissen, es wird ihm den Tod bringen, aber er konnte nicht schweigen darüber, über seinen Glauben an Jesus Christus. Vielleicht ist es auch an uns ein kleiner Aufruf, wieder mehr unseren Glauben zu bezeugen und auch anderen zu erzählen, was für eine Hoffnung und welchen Mut wir aus unserem Glauben schöpfen. Ja, bitten wir Gott
um Kraft, unseren Glauben zu bezeugen und auch unseren Glauben zu leben mit anderen. Gott ist die Liebe und überall, wo wir lieben, sind wir Gott nahe. Sorgen und Ängste drängen manchmal diese Erfahrung in den Hintergrund. So rufen wir in unseren Bitten zu Christus, unserem Herrn. Für alle, die jemanden haben, der sie liebt und den sie lieben können, lass sie diese Liebe dankbar als Geschenk erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich nicht geliebt wissen, schicke ihnen Menschen, die ihnen deine Liebe erfahrbar machen. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in der Liebe enttäuscht wurden, dass sie sich nicht abschotten und einigeln, sondern offen und zuversichtlich die Zukunft gestalten. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die krank sind und sich nach Heilung sehnen, lass sie Menschen finden, die um Heilung für sie bitten, und sei du ihnen mit deiner heilenden Gegenwart nahe. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Menschen, die einen lieben Menschen verloren haben und um ihn trauern, schenke du ihnen Trost und Zuversicht im Glauben. Wir bitten dich, erhöre uns. Für all unsere lieben Verstorbenen, führe du sie in deine liebende Gegenwart. Wir bitten dich, erhöre uns. Du gehst mit uns den Weg des Lebens und bist unser treuer Begleiter, alle Tage bis in Ewigkeit. Amen. Ja, beten wir gemeinsam das Gebet, was Jesus damals seinen besten Freunden beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, der heilige Valentin hat sein Leben ganz in deinen Dienst der Liebe und den Menschen gestellt. Gib uns Kraft aus dieser Feier, dass auch wir anderen in Liebe begegnen und von dir in Wort und Tat Zeugnis geben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, bitten wir Gott am Ende unserer Feier auch um seinen Segen. Guter Gott, du bist die Liebe. Du begleitest uns auf unserem Weg des Glaubens. Segne uns und unser Leben und unsere Lieben. Segne unsere Worte, mit denen wir von dir erzählen. Segne du unser ganzes Sein und beschütze uns. Du, der liebende Gott, der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Ja, ich danke fürs Mitfeiern und fürs Mitbeten und vor allem fürs Mitsingen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe Ihnen nachher allen, bevor Sie gehen, bekommen Sie noch so eine kleine Karte mit Herz. Und die geben wir dann aber auch auf die Stationen, dass auch jeder einen kleinen Gruß erhält. Und wir hören jetzt noch ein Lied von Kurt Mikula. Und ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute, bis wir uns dann wiedersehen. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen.
Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge die Sonne dich wie ein Freund begleiten. Möge die Sonne dir deine Seele weiten in dieser Stunde an jedem Regentag. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Segen Gottes möge dich umarmen, möge der Wind dir seine Sanftheit zeigen, die Freiheit und die Unbekümmertheit. Möge der Wind dich immer vorwärts treiben und dich bewahren vor Kummer und vor Leid. Der Segen Gottes möge dich umarmen, egal wohin dich deine Wege führen. Die Liebe und sein göttliches Erbarmen sollst du bis in die Zehenspitzen spüren. Der Segen Gottes möge dich umarmen, möge der Regen dir deinen Sinn beleben. Auf deinen Feldern soll die Frucht gedeihen. Möge der Regen, so wie Gottes Segen, alles zum Blühen bringen und dein Herz erfreuen. Der Segen.